Darknet ist mehr als ein Umschlagplatz für Drogen, gefälschte Markenprodukte und Hehlerware. Oppositionellen etwa bietet die Anonymität des Darknet Schutz vor Verfolgung durch Geheimdienste. Der bahrainische Menschenrechtsaktivist Said Yusif Al-Muafdar hat schmerzhaft erfahren, wie gefährlich seine Arbeit über das nicht anonymisierte Internet ist. Viele Menschen wurden gefoltert, nachdem sie mit mir gesprochen hatten. Und dann kamen sie zu mir und erzählten mir davon. Das macht mich sehr traurig, denn natürlich möchte ich niemanden in Gefahr bringen. In den letzten Jahren saß Al-Muafdar wegen seines Engagements 7-mal im Gefängnis. Heute lebt er in Berlin und steht mit der bahrainischen Opposition vor Ort in ständigem Kontakt. Die Gruppe hat dazugelernt und ihre Aktivitäten ins Darknet verlagert. Denn nicht einmal das Arbeiten mit Fake-Identitäten konnte noch ihre Sicherheit garantieren. Dank der Überwachungstechnologie Finn Fischer. Trotz Pseudonym müssen wir immer fürchten, dass unsere Kollegen in Bahrain verhaftet werden könnten. Vor allem aufgrund der Überwachungstechnologie. Jetzt setzt sich im Darknet dieses altbekannte Versteckspiel zwischen Dissidenten und ihren Überwachern fort. Auf einem höheren Technologielevel. Das Bundeskriminalamt kennt die Schwachstellen des Darknets und nutzt diese für ihre Ermittlungsarbeit. Aber wenn das BKA jemanden im Darknet erwischt, liegt das nur selten am Versagen der Anonymisierungstechnik. Meistens hat dann der User einen Fehler gemacht. Zum Beispiel, dass seine Identität Überschneidungen mit dem Oberflächennetz aufweist. Beispielsweise über Nicknames, die verwandt werden und die möglicherweise auch in anderen Zusammenhängen eine Rolle gespielt haben. Und dann liegt es an uns, die verschiedenen Puzzleteile zusammenzusetzen und aus einem Nickname einen Klarname zu ermitteln. In Wiesbaden verhandelt man natürlich nicht nach Dissidenten, sondern eher nach Dealern. Das BKA weiß, dass es unmöglich alle Straftaten im Darknet aufklären kann. Trotzdem ist man stolz auf die ersten Erfolge. Wir haben also beispielsweise im letzten Jahr zusammen mit den niederländischen Behörden ein Forum, das sich Black Market Reloaded nannte und ein Folgeforum Utopia vom Netz genommen und haben den Betreiber, den Programmierer festgenommen und die sind zu hohen Haftstrafen verurteilt worden. Auch Weißkopf hat schon Bekanntschaft mit den Ermittlungsbehörden gemacht. Denn unter den Einkäufen ihres automatischen Darknet-Shoppers waren 12 Ecstasy-Pillen, die der Kunstwelt präsentiert wurden. Doch am Tag nach der Ausstellung schlägt die Kantonspolizei zu und beschlagnahmt die gesamte Sammlung. Weißkopf und ihre Kollegen berufen sich im Ermittlungsverfahren auf die Kunstfreiheit. Al-Muafdar und seinen Kollegen in Bahrain nutzt die Freiheit der Kunst im Ernstfall aber nur wenig. Für sie ist das Darknet keine Spielwiese, sondern die einzige Chance, sich für Freiheit und Menschenrechte in ihrer Heimat einsetzen zu können. Es bereitet deshalb solches Vergnügen, anderer Leute Geheimnisse herauszufinden, weil die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit dadurch von den eigenen abgelenkt wird. Oscar Wilde. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.